Was? Bin ich wieder in der Schule? Aber warum? Hey Susi, hab dich lang nicht gesehen. Susi? Hallo? Alles in Ordnung? Oh, kannst du mal aufhören zu quatschen? Ich halte gerade meinen Vortrag. Was? Warum bist du ich? Und du auch? Ich bin... Ah! Nein, das kann nicht echt sein. Puh, dann war es nur ein Traum. Hey, warum schreist und zitterst du so? Ich hatte gerade einen Albtraum über die Schule und es gab mich dreimal. Kannst du dir das vorstellen? Eigentlich nicht. Aber es klingt großartig. Komm, du musst mir alles erzählen. Komm schon. Naja, und dann bin ich aufgewacht. Ich meine, mein wahres Ich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es hätte enden können. Oh, Lüge, Bim-Bom. Aber es sieht aus, als könnte ich helfen. Juhu. Wow, eine Traumkiste? Eine Gummiente? Wie kommt die hierher? Oh, davon habe ich letzte Woche geträumt. Sorry. Ein nagelneues Spielbuch. Genau das, was ich brauche. Lass mal sehen. Du kannst weitermachen, Susi. Na, was für ein Spaßvogel. Sieh mal, hier haben wir ein süßes rosa Schlafzimmer mit jemandem unter der Bettdecke. Und auf dieser Seite wohnt jemand, der es eindeutig etwas strenger mag. Es ist also schon morgen. Die Vögel zwitschern vor dem Fenster und... Aufstehen! Hey, das gehört mir! Gib es zurück! Sammy, was ist das für ein Weckruf? Kannst du nicht ein bisschen leiser sein? Ich liebe es zum Beispiel, mit dem Duft von frisch gebrühtem Kaffee aufzuwachen. Ist es schon morgen? Oh, was für eine süße Schlafmaske du hast. Und dein Schlafanzug ist rosa. Oh, hey, es ist so früh! Da ist wohl jemand mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber die Schlafmaske ist toll. Oh, ich möchte dir helfen, sie abzunehmen. Zeit, sich für die Schule fertig zu machen. Mal sehen, wer schneller ist. Die Fans haben die Sprechchöre satt. Ruhe! Ruhe! Und der Kommentator hat es dazu kommentieren. Luft. Jetzt Wasser. Wasser. Und Grumpy ist die Schnellste, wenn es darum geht, sich wie die Schule fertig zu machen. Ich wusste es, Susi. Ich bringe sie zur nächsten Seite. Das gegen mich. So schlau, Sammy. Wir lassen dich doch nicht hier, oder? Super. Wir können weitermachen. Hä? Warum ist hier nichts? Unmöglich. Ihr, nimm ein Zauberer-Croissant. Und was? Komisch. Wenigstens habe ich was zu knabbern. Wow. Seht euch das an. Oh la la. Damit können wir arbeiten. Der Gewinner der ersten Runde darf zuerst. Hey, ich sehe nichts. Das erfordert einen ganzheitlichen Ansatz, Susi. Der Pony steht dir echt gut. Du siehst umwerfend aus. Oh, gib mir eine Sekunde. Wir berichten live von der Tibidabo Fashion Week. Zöpfe sind der absolute Trend. Was, du willst Zöpfe? Okay, probieren wir es aus. Ah, oh, super. Jetzt noch ein modisches Accessoire dazu und vielleicht lächelt unser mürrisches Mädchen wenigstens. Na gut, das gefällt mir. Betrachte mich als lächelnd. Hey, was ist mit mir? Ich will auch einen neuen stylischen Look. Okay. Ich schlage vor, dass wir hinten und vorne ein paar Haare abschneiden. Ein Team der besten Puppenstylisten arbeitet schon dran. Jetzt fehlt nur noch ein schickes Haar-Accessoire. Rufen wir einen Experten. Oh la la, das ist alles viel zu perfekt. Was irre ich da? Weint da jemand? Oh nein, nein, kein Grund zu weinen. Uns fällt schon was ein. Schau mal, wie viele Tränen du geweint hast. Wir wären hier fast ertrunken. Deine rosa Tränen haben mich auf eine Idee gebracht. Du hast doch nichts gegen modisch gefärbte Strähnchen, oder? Und hier ist etwas Schminke für dich. Hopp, hopp. Oh, das hätte ich fast vergessen. Ein Tropfen Parfum für gute Laune. Und jetzt kannst du in die Schule gehen. Die schwarz-rosa Schule ist genau wie dein Albtraum, Susi.
So unhöflich. Unsere Mädchen bereiten sich also auf ihre erste Unterrichtsstunde vor. Mal sehen, was sie in ihren Schultaschen haben. In meiner Klasse wird nicht herumgealbert. Das ist Professor Snape. Mit dem machen wir besser keine Witze. Das Mäppchen ist ganz süß. Und schau mal, was da alles reinpasst. Was wohl passiert, wenn wir die beiden Flüssigkeiten mischen? Du hast alles falsch gemacht, Susanne. Minus 10 Punkte für Gryffindor. Wirklich? Jetzt zeige ich's dir. Mal sehen, was Sie dazu sagen, Professor. Oh, es kitzelt. Auf, jetzt sofort. Das wird dir eine Lehre sein. Und was ist das? Ich habe immer davon geträumt, etwas mit einer echten Feder zu schreiben. Sieht so aus, als wäre hier noch etwas übrig. Oh, Sammy, wie bist du so schmutzig geworden? Schon gut, wir machen dich gleich wieder sauber. So gut wie neu. Endlich mal Pause. Ich kann mich etwas ausruhen. In der Zwischenzeit werfen wir einen Blick auf den Rucksack der rosa Puppe. Hey, ich bin kein Schleim. Es sei denn, es ist ein lila Mäppchen. So nah dran, Sammy. Das ist ein Schminktäschchen. Im Ernst? Oh nein, was ist das? Was ist mit mir passiert? Liegt es an mir oder sehe ich anders aus? Aber du hast es selbst gesagt. Wenn du dich irrst, bist du kein Schleim. das will ich ausprobieren. Oh, da ist noch ein Fach. Mit Reißverschluss. Machen wir es auf. Und darin? Ja, das ist ein Mäppchen. Und schau mal, wie süß es ist. Jetzt will ich auch so eins. Wie viele Stifte sind hier drin? Und wir können alles auf den Schreibtisch legen. Oh, ich arme Unglücklicher. Es gibt keine bessere Form als die des Schleims. Ach komm, das Publikum und ich verzeihen dir. Habe ich recht, Freunde? Daumen hoch, wenn ihr mir zustimmt. In der Zwischenzeit bringe ich Salmon vor. Na, hat mein Zauber gewirkt, Sammy? Sammy? Das ist komisch. Und was ist das? Wow, ein Tamagotchi. Dann können wir ja spazieren gehen. Jetzt waschen. Und zum Schluss, knusper, knusper. Nimm einen leckeren Snack. Oh, ich bin auch ein bisschen hungrig. Mann, es ist schon Mittagszeit. Aber wo ist Sammy? Ich bin wieder ich selbst und habe es sogar geschafft, einen Blick auf die letzte Doppelseite zu werfen. Da sind wir also in der Schulcafeteria. Hier ist ein Tablett für dich. Heute gibt es Mittagessen. Was für ein leckeres Spiegelei-Squishy. Das könnte ich wirklich essen. Es gibt auch dieses leckere Patty. Sieht echt aus, oder? Und ein Eis darf natürlich auch nicht fehlen. Lecker. Und hier ist der richtige Platz dafür. So, das Tablett ist voll. Guten Appetit. Ja, ich bin so glücklich. Hey, ich habe auch Hunger. Natürlich. Dein Tablett ist schon da. Ich frage mich allerdings, was es mit dem schwarzen Essen auf sich hat. Lass uns einen Experten fragen. Herr Schaumkopf, was haben Sie zu sagen? Hallo Freunde, wollt ihr Duck Patty probieren? Unser neuestes Produkt bei der Kostenkarte. Nein, 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 keine Werbung. Du bist dran, Susi. Okay, wow. Wollt ihr das probieren, Freunde? Anscheinend bevorzugt unsere schwarze Puppe Fast Food. Hier ist ein Stück Pizza. Und Hühnchen, auch schwarz. Legen wir es hier hin. Und zum Nachtisch eine Packung Milch und ein Donut. Ich möchte die Kuh sehen, die schwarze Milch gibt. Quetsch, quetsch, quetsch. So, das Tablett ist voll. Sollen wir jetzt spielen? Willst du sehen, wie wir dieses Spielbuch gemacht haben? Dann bleib dran. Oh. Wo ist Sammy? Warum braucht er so lange? Wow, wo kommt das denn her? Ich wollte so viel wie möglich für unsere Bastelei vorbereiten. Aber dieses blöde Klebeband. Das hast du toll gemacht, Sammy. Jetzt fehlt uns nur noch der lustige Teil.
Und fertig. Wo ist die Doppelseite, die wir brauchen? Hier sind keine Betten. Ich hab sie. Ich komme, ich suche sie. Irgendwas stimmt hier nicht. Hopp, jetzt. Binde sie zusammen. Ja, ja, genau so. Jetzt mag ich das Klebeband nicht mehr. Aber so verrutscht die Decke nicht und wir können die Puppe gut darunter verstecken. Ha? Ha. Hast du das gehört? Wer ist denn da? Der Weg aus dem Fenster muss malerisch sein. Genau, Papier Sammy. Also, das kleben wir auf die Rückseite unseres Spielbuches. Na, das ist doch schon besser. Bin ich nicht malerisch genug? Rusch. Schau, wie lebendig ich unsere Medaillen gemacht habe. Oh, bravo, bravo, Maestro. In der Zwischenzeit kümmere ich mich um die Haare unserer Schönheiten. Seht, wie niedlich und lustig sie geworden sind. Ich bin auch fertig, Susi. Gut. Übrigens, wir können sogar ihre Haarfarbe ändern. Aber das machen wir natürlich nicht. Jetzt kommt der interessanteste Teil. Ja, und der arbeitsintensivste. Oh, Sammy. Also gut, zuerst kümmern wir uns um die Schultaschen. Und dann darum, was in die Schultaschen gehört. Oh, danke. Und der schwarze Schulranzen ist an seinem Platz. Super. Jetzt ist der rosa Einhorn-Rucksack dran. Aber wie kriegen wir die ganze Schönheit da rein? Hey, wo ist der Lippenstift? Upsi. Alles, was in das Mäppchen gehört, ist hier. Jetzt machen wir es zu. Und zu guter Letzt eine nette virtuelle Freundin. So, jetzt sind wir am Ziel. Auf unserer letzten Doppelseite ging es um Süßigkeiten. Für diesen Schritt brauchen wir viel Klebeband. Hopp. Gut gemacht, Susi. Alles richtig. Psst, hallo, das sind nicht unsere Erstpapier-Squishies. Sieh dir unseren Kanal an. Machen wir ihn voller. Ha, und jetzt machen wir ihn zu und... Stopp, stopp, stopp! Warum stopfen wir ihn aus? Vielleicht können wir ein paar Leckereien darin aufbewahren. Sammy, hör auf! Das ist als Squishy kein Geheimversteck. Jetzt füge ich alle Füllungen zusammen und unsere Bastelei ist fertig. Juhu! Was? Wo bin ich hier? In irgendeiner Schule? Bin ich gerade in Susis Traum oder was? Susi? Hallo? Wo bist du? Hallo, Sammy. Hast du die Hausaufgaben gemacht? Kann ich sie abschreiben? Was? Aber wie? Ich verstehe das nicht. Was starrst du so, Schleim? Ach, du grüne Neune. Oh, nein, 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 nein. Das ist alles so seltsam. Ich muss aufwachen. Weck mich auf.